Mr. Mike. Jo, was ist der Mike? Wie der Titel schon sagt, habe ich mal wieder ein Paket bekommen von Carlo. Heute T-Shirts, weil T-Shirts im Sommer sind ja wohl sehr angebracht, wie ich finde. Und Carlo mit seinen End-One-Shirts und vom Style, vom Preis her unschlagbar. Ihr bekommt diese T-Shirts wirklich ungelogen unter 15 Euro. Mit dem Rabattcode MrMike20. 20% auf jedes Shirt. Jetzt kosten die Shirts aber schon 17,50 Euro. Um den Schnitt, ihr müsst einfach mal auschecken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und dann, ey, was soll ich noch sagen? Mein Ding war jetzt, ich brauchte die T-Shirts ein bisschen größer. Das ist jetzt Größe M, ihr seht schon. Für mich persönlich ist es zu klein. Ich möchte es ein bisschen weiter. Ich bin aber auch der Baggy-Typ. Ich kann gut hängen lassen bei Shorts, allen möglichen. Daher, ja, ich brauche es einfach eine Nummer größer. Also M ist mir jetzt bei Shirts zu klein. Shorts, die fallen zwei Nummern fast größer aus um den Dreh rum. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber bei Shirts echt, M ist eine M, L ist eine L, würde ich jetzt sagen. Und Carlo hat mir jetzt hier neue Shirts geschickt, eine Nummer größer. Und ich bin einfach gespannt, was alles dabei ist und dann auch, wie es sitzt, oder? Jetzt checken wir mal aus. So, man, jede Menge Shirts und auch noch Socken, Alter. Die Socken sind auch so fett, vor allem für diesen Preis. Checkt unbedingt aus. Was ich jetzt aber schon gesehen habe, leider hat er mein Lieblingsshirt, das hier, nicht mitgeschickt in einer größeren Größe. Leider, aber ich hoffe, das bekomme ich auch noch. Das feiere ich ohne Ende. Es sind halt wirklich die ganzen Stars vorne drauf von End-One, ne? Das ist schon echt mega, mega nice. So, und jetzt würde ich sagen, ich switch einfach durch und wir schauen uns diese Shirts einfach an, wie sie mir so stehen. Also das ist ein ziemlich krasses Shirt, wie ich finde, weil, wie ihr vielleicht seht, es ist hier, das End-One-Zeichen ist hier sehr, wie soll man sagen, also ist es nicht stark vom Druck her, weil auf der Innenseite ist der Druck erst stark. Ich habe es aber nicht falsch rum an. Das ist wirklich sehr faszinierend, das kommt ziemlich cool, Mann. Und innen drin ist halt wirklich alles, ja, also das habe ich bei einem Shirt noch nie gesehen. Das ist mal eine coole Idee. Man könnte echt denken, ich mache es falsch schon an, aber ist es ja nicht, weil hier ist ja das Label innen drin, ihr seht schon, also daher, es gehört schon so. Aber nice, das gefällt mir echt. Und das ist, ja, das ist meine Größe. Also L ist für mich mega. Das ist echt meine Größe. Nächstes Shirt. Auch nice. End-One, the brand for ballers. Und das ist es ja bei End-One. End-One ist wirklich 100% für ballers. Die machen nichts nebenbei irgendwelche anderen Schnickschnack-Sachen. End-One ist einfach B-Ball, ne? Vor allem noch mehr so Streetball bezogen. Das ist einfach fett. Die Qualität hat auch wirklich nice. Super, super nice. Also ich feiere die Dinger einfach. Das hat er jetzt auch neu in seinem Shop. Checkt aus, er hat wirklich mehrere Shirts neu im Shop. Checkt einfach aus. Edel, das ist echt edel. Vielleicht sogar noch eine Nummer. Im Kragenraum ist es ein bisschen eng. Ich mag dieses enge, dieses Gefühl. Deshalb trage ich auch selten und ungern Hemden mit Kragen. Das ist immer so, weißt du? Mm. Aber nice, sehr schick. Ein sehr schickes Shirt, Mann. Oh, das ist halt richtig, Baba. Gib dir mal, das ist richtig fett. Ein richtig, das ist so richtig. End-One Style, grab a straw, cause you suck. Nice, diese End-One Sprüche. Man kann halt nicht immer alle perfekt vom Englischen ins Deutsche übersetzen, aber so im Englischen, das ist halt echt nice, gell? Ihr könnt mir folgen, oder? Ey, fett. Ey, Carlo, ich weiß nicht, wie viele Shirts hast du eigentlich noch in deinem Store, die du nicht veröffentlicht hast und von denen ich nicht weiß, immer wieder kommt irgendwas Neues daher. Oh, das ist aber auch fett. Das ist ja mega geil. Was ist das? Das ist ja fett aufgedruckt. Sehr interessant. Das ist wirklich fast ein Zentimeter, einen halben Zentimeter dicker Stoff nochmal oben drauf gedruckt. Nice. Hey, das ist echt ein fettes Shirt, Alter. Shit, mega flash. Das ist wow. Nice, das würde ich rocken, Alter. Fett, 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 fett. Auch mega, oder? Das ist einfach diese Designs, sage ich immer wieder, was End-One hat. Das ist einfach was Ausgefallenes. Hast du so ein Design schon mal irgendwo gesehen auf einem Shirt? Mit Sicherheit nicht. Das ist einfach kein kommerzer Shit. Das ist wirklich Underground, kann man so sagen. Das finde ich einfach geil. Das ist nicht so von Stange. Das, ja, das ist End-One. Und das ist wirklich mega fett. Mega fett. Feedback, gib mir Feedback.
Ja, also ich weiß nicht, es ist halt einfach wirklich 100% mein Style, mein Ding. Das ist wirklich B-Ball vom Allerfeinsten. Das ist Streetball, das ist, ey, das ist ein geiles Feeling, dieses Shirt. Diese Shirts an sich, die Shorts dazu. Ich habe die Sachen jetzt auch teilweise schon über 2 Jahre hier bei mir. Ich habe sie 100 Mal gewaschen, weil ich sie auch wirklich rocke. Und daher von der Qualität her, auch vom Waschen, das ist ja was, was man mitbedenken muss. Ne? Ich habe auch teilweise Sachen von Jordan, ne? T-Shirts für 30 Euro, noch teurer. Die habe ich 5 Mal gewaschen. Die waren danach im Arsch. Das war weg. Die Farbe war weg. Der Druck war weg, verstehst du? Was nicht sein kann. Und auf die gleiche Art und Weise gewaschen, da fehlt sich nichts, verstehst du? Daher, ja, es spricht einfach wirklich die Qualität für diese Produkte, was ich halt auch immer wieder sage. Wer die Erfahrung noch nicht damit gemacht hat, macht sie, gönnt euch. Für 15 Euro so ein Shirt, nicht mal. Ey, was willst du noch? Was willst du noch? Ich find's mega. Zieh nochmal schon schauen. Die hat er da noch was mitgepackt. Ja Mann, was ich zum Beispiel auch, die Socken, Alter. Die Antwon Socken auch qualitativ, hochwertig, mega geil. Und ich bin halt auf jeden Fall auch so ein Typ, wenn ich Antwon Schuhe habe, möchte ich auch Antwon Socken dazu tragen. Verstehst du? Dann muss das Outfit passen. Ich bin so spinnig, kann man vielleicht auch sagen. Ne? Ich kann nicht Jordan Schuhe, Antwon Socken, Nike Hose oder Adidas oder so. Das ist, wenn, dann schon einheitlich. Wenn, dann schon richtig. Das ist, für mich persönlich ist das so ein Hirngespinst, aber ich finde auch von der Optik her, macht es halt einfach mehr her, wenn man wirklich perfekt dann im Dress daherkommt, oder? Feedback dazu geben, ob ihr auch so spinnig seid oder nicht. Auch die Antwon Socken, ihr seht sie hier schon. Low Cut, hohe Socken. Carlo hat wirklich alles in seinem Shop, alles. Hier in Schwarz nochmal, mega. Ich bin wieder ausgestattet. Fett habe ich schon, habe ich auch schon, aber ich merke, die gehen mir immer wieder auf. Oh, weiß-rot, nice. Das ist nämlich auch wichtig. Eine Farbkombo, gell? Du kannst zum Beispiel nicht gelb mit rot oder so mischen oder pink oder was weiß ich. Das muss auch farblich passen, oder? Gebt mir Feedback dazu, würde mich echt interessieren, wie ihr das seht oder bin nur ich so drauf. Also, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank, Carlo. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu seinem Shop. Checkt einfach mal vorbei und gönnt euch was Cooles und was Günstiges vor allem. Das ist ja der Shit, echt. Und Carlo, ja Mann, ich bin gespannt, was du echt alles noch in deinem Lager gebunkert hast und noch nicht online hast. Das sind ja auch noch eine Menge Sachen. Daher bleibt dran, seid gespannt und vielen Dank, euer Mr. Mike. Böhm. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, 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 Mr. Mike, Mike.